In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gesehen und gehört hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Verbum Domini, laus timi Christe. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir haben ein neues Jahr in der vergangenen Nacht begonnen und man mag das für ein zufälliges Datum halten. Und doch beeindruckt uns ein solcher Wechsel ja doch immer gewaltig, wie man auch an den Lärmentwicklungen dieser Nacht jeweils wahrnehmen kann. Wir wünschen uns alle ein gutes oder frohes oder klassisch ein glückseliges neues Jahr. Die Luft ist voll von Erwartungen und von Wünschen, auch von Angst aufgrund auch der neuesten Meldungen, von Unsicherheit im Blick auf das Kommende. Die Frage ist, was wir uns denn wünschen sollen, wenn wir Christen sind, wenn wir heute Morgen zum Gottesdienst kommen. Was sollen wir einander wünschen? Mit der Liturgie dieses Tages, des 8. Weihnachtstages, liebe Schwestern und Brüder, macht uns die Kirche einen Vorschlag, wenn sie das Hochfest der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria feiert. Sie gibt uns sozusagen ein Paradebeispiel. Wir sollten uns wünschen, Glauben zu lernen wie sie. Wir sollten uns den Glauben wünschen. Nun werden einige sagen, na bitteschön, das habe ich doch. Wenn er will, dass wir glauben, soll er uns halt so eine kleine Ausgabe vom Katechismus schenken. Und dann nehmen wir das mit nach Hause und wenn wir irgendwas nicht wissen, schauen wir darin nach. Die Gottesmutter hat geglaubt ohne Katechismus. Man soll es nicht für möglich halten, aber es ist so. Sie hat noch keinen gehabt. Was ist der Glaube, der so beeindruckend ist, von dem wir wissen, dass Gott ihn selber bestätigt? Was ist der Kern dieses Glaubens, der uns heute als Beispiel vor Augen gestellt wird am ersten Tag des neuen Jahres und dem wir nachleben sollen? Nicht immer, aber zuweilen führen uns Worte in die richtige Richtung. Glauben oder im Lateinischen credere. Gelaubian in unserer Sprache von der Wurzel heißt jemanden lieb haben. Und credere im Lateinischen kommt von cordare, etwas ganz Ähnliches, das Herz geben. Das ist die Urbedeutung des Glaubens. Nicht, dass ich etwas glaube, sondern vom Ursprung her geht es hier um ein personales, um ein persönliches Geschehen. Ich glaube nicht etwas, sondern jemandem. Ich vertraue mich jemandem an. Ich überlasse mich jemandem. Das ist der allererste Schritt. Wenn wir Glaube hören, wir sollten das zunächst einmal wegräumen. Nicht, dass die Glaubensinhalte unwichtig wären. Ich bin der Letzte, der das sagen würde. Aber wir müssen zu diesem ersten persönlichen Schritt hinkommen. Wir sehen dann oft diese ganze Liste und das ganze Inhaltsverzeichnis des Glaubens. Wie gesagt, das ist nicht unwichtig. Aber der erste Schritt ist, dass wir uns überlassen. Dass wir unser Herz geben und dass wir es nicht irgendwem geben, sondern dass wir es ganz Gott überlassen
unser Herz, unser Leben. Ich fand bei einem Theologen die Bemerkung, der versucht, von den Erscheinungsformen des Glaubens dem nachzugehen. Indem der Beschenkte sich glaubend der Gabe des Glaubens, wie sie ihm von Gott zukommt, in Freiheit öffnet, wird wie bei allem wahren Schenken die Gabe erst zu Gabe und der Geber zum Geber und der Mensch zum Beschenkten. Das ist auch Weihnachten so, auch mit den Kleinigkeiten oder größeren Kleinigkeiten, die wir uns vielleicht schenken. Nur weil ich ein Geschenk bekomme, die Erfahrung haben Sie vielleicht in den letzten Tagen sogar gemacht, sind Sie noch nicht beschenkt. Oft genug stehen wir da und sagen, alter Weihnachtswitz, die Männer sagen, schon wieder ein Schlips. Wem gebe ich den denn weiter? Oder andere Sachen. Wir sind noch nicht automatisch Beschenkte, indem wir einfach etwas entgegennehmen, sondern indem wir es annehmen und uns zu eigen machen und indem sich im Geschenk erst der Geber des Geschenktes zeigt und wir den Geber akzeptieren, der sich im Geschenk selber gibt, entsteht das, was wir Glauben nennen. Indem der Beschenkte sich glaubend der Gabe des Glaubens, wie sie ihm von Gott her zukommt, öffnet und sie in Freiheit annimmt. Auch wenn in diesem Satz von Maria überhaupt nicht die Rede ist, so sehen wir bei ihr das doch in vollendeter Form. Alles, wie sie ist, ihre ganze Disposition hat sie von Gott bekommen. Und sie entdeckt das, indem sie Gottes Wort aufnimmt, dass sie dafür sozusagen vorbereitet wurde von Gott. Sie entdeckt sich selber als Geschenk Gottes. Und das ist vielleicht im neuen Jahr bei all den Schritten, die wir dann im Glauben zu tun haben, das Wichtigste, dass wir uns selber annehmen als von Gott Bereitete. Gott hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gelegt, hat uns Paulus eben in der Lesung aus dem Galaterbrief gesagt. Oder wenn ihr die Gemeinde Israels segnet, sollt ihr sie so segnen, im Buch Numeri. Es ist die Gabe Gottes, die in uns schon wirkt. Und es ist Gottes Sehnsucht, dass wir diese Gabe erwecken, indem wir ihm antworten. Indem wir uns selber annehmen als Gabe und Aufgabe. Und so offen werden für das, was wir Glauben nennen. Deshalb ist es gut, wenn wir lernen, gleich vom ersten Tag an, uns an Maria zu halten. Sie, die das auf unnachahmliche und vollendete Weise vorgelebt hat. Sie hilft uns, Schritt für Schritt zu gehen. Uns selber anzunehmen und selber die Dinge zu entdecken in uns. Bei allen Schattenseiten, die merken wir oft, manchmal haben wir uns darin richtig verliebt. In unsere Schattenseiten und vergessen die großen Gaben, die Gott in uns gelegt hat, in jedem und jeder von uns. Sie sind unterschiedlich, aber es gibt sie in jedem Leben, in jeder menschlichen Existenz. Gott hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gelegt. Und wenn wir rufen, Abba, Vater, wenn wir zu ihm beten, beginnen wir zu glauben, indem wir eine Antwort haben, eine Antwort im Mund und im Herzen. Das, was wir einander wünschen sollten am ersten Tag des Jahres, ist zu glauben. So zu glauben wie Maria.